Trades im Verlust. Ich habe Trades im Verlust, aber solange ich die Trades nicht geschlossen habe, dann habe ich nichts verloren. Stimmt das? Das wird häufig erzählt und es gibt eine Wahrheit dahinter, aber es gibt auch eine Weisheit, die mit Trading leider gar nichts zu tun hat. Versuchen wir das ein bisschen besser zu verstehen und versuchen wir zu verstehen, wie das mit Pizza zu tun haben kann. Pizza, ja. Trades im Verlust bedeutet, Sie haben eine offene Position und diese Position ist im Verlust. Okay, aber Sie sagen, weil jemand Ihnen erzählt hat, dass solange Sie die Position offen halten, haben Sie nichts verloren. Das stimmt im Prinzip, aber falls Sie das Geld brauchen, unbedingt brauchen, für irgendwelche Gründe, dann haben Sie Pech, Sie müssen dann die Position schließen. Und in dem Fall haben Sie das Geld verloren. Also diese virtuellen offenen Verluste sind nicht eigentlich nur virtuell. Diese sind auch eine, die können plötzlich eine Tatsache werden. Wir können Folgendes sagen. Wenn wir eine Position haben, die offen ist und wo wir einen Stop-Loss haben, aber die Position ist immer noch offen, weil sie nicht unser Stop-Niveau erreicht hat, dann kann es wohl wahr sein, dass dieses offene Verlust kein echtes Verlust ist. Weil die Position bewegt sich. Leider haben wir keine Chance, Positionen immer sofort in Gewinn zu haben bis zu Ende. Und meiste Positionen gehen erstmal in Verlust und dann wiederholen sich und enden ab in Gewinn. Das kann passieren und in dem Fall ist das wahr. Es geht aber auch um, wie breit ist unser Stop-Loss, wie groß. Wenn wir einen zu breiten Stopp erlauben, nur weil wir Angst haben, ausgestoppt zu werden, dann haben wir nochmal ein Problem, weil diese Verlustposition kann groß werden. Und das wird also nur eine Geschichte, die wir uns erzählen. Ich habe noch nicht verloren. Ja, aber was mit Margins? Nehmen wir an, die Margins plötzlich werden erhöht beim Broker, weil es etwas gibt, zum Beispiel sind sie im Kabel, und wegen Brexit werden die Margins erhöht. Das kann passieren. In dem Fall, plötzlich habe ich nicht mehr genug Geld auf dem Konto, weil Ihr Konto und die Minusposition wird zu klein, damit Sie weiter handeln können und Sie sind gezwungen, die Position zu schließen. Dann haben Sie das Verlust eigentlich realisiert. Da muss man aufpassen, weil die Verluste sind in dem Fall gefährlich. Anderer Fall, noch gefährlicher, ist die Position ohne Stop-Loss, wo wir nur sagen, dass wir nichts verloren haben, solange wir die Position offen hatten, in der Hoffnung, dass die Position wieder zurückkommt. Einige Leute haben leider Aktien noch seit Jahr 2000 und die sind immer noch im Minus, weil sie niemals da etwas wieder im Grün gesehen haben. Das kann auch passieren. Und in dem Fall ist diese Geschichte, dieses Märchen eigentlich sehr gefährlich. Und so auch, und das Wichtigste ist, dass Sie in diesem Fall neue Chancen verlieren, weil Sie das Geld blockiert haben. Ja, können nichts tun. Geld ist da, kann ich nicht verkaufen, sonst habe ich es Verlust, aber ich kann nichts anderes tun. Pizza. Sie gehen zu einer Pizzeria abends und Sie wollen unbedingt Pizza mit Ananas essen. Das ist schon furchtbar allein, aber okay, leider passiert das auch in der Welt. Pizza mit Ananas. Da kommt der Kellner und sagt, leider haben wir im Moment Ananas nicht, aber es wird noch kommen. Wenn Sie genug haben, kommt es noch heute Abend und dann kann ich Ihre Ananas und Pizza bedienen. Und dann sagen wir, okay, warten wir, ich will unbedingt Pizza mit Ananas. 9 Uhr, 10 Uhr, 11 Uhr kommt der Kellner wieder und sagt, pass auf, Ananas leider ist nicht angekommen und dann kann ich Pizza mit Ananas nicht vorbereiten. Okay, dann kann ich etwas anderes essen. Allein, leider ist es zu spät. Offen wird geschlossen und leider müssen Sie weg. Dann muss ich hungrig nach Hause gehen, nur weil ich zu stur war und ich bin mit der Pizza mit Ananas geblieben. Das ist die Strafe, richtige Strafe, weil Sie Pizza mit Ananas essen wollten, aber trotzdem bin ich hungrig. Und das ist natürlich schlecht. Ich habe gewartet, ich habe gehofft, Ananas kommt noch. Ananas kommt noch, Ananas ist nicht gekommen und ich hatte keine Pizza gegessen. Das ist so wie mit einer offenen Position mit Verlust. Ich warte, andere Chancen kann ich nicht nehmen, ich kann keine andere Pizza essen, weil ich nur eine esse, aber
Zuletzt ist es zu spät und ich habe dann gar keine Chance mehr. Und das ist wirklich gefährlich. Jetzt noch eine andere wichtige Nachricht. Abonnieren Sie meinen Kanal sofort, jetzt. Dann bekommen Sie zu Hause eine Pizza mit Ara. Nein, dann werden Sie sofort angemeldet, weil nächste Woche werde ich Ihnen ein unglaubliches System zeigen. Das wird sicher interessant sein. Ich hoffe, Sie werden dabei bleiben, weil dort werden Sie sicher etwas Interessantes erfahren. Zurück zu unserer Pizza und unseren Verluste. Wenn man eine offene Position hat, muss man immer einen Plan haben, wo man die Position schließen wird. Und dann auch natürlich beim Plan bleiben und nicht Änderungen dazu tragen, wo wir dann wieder neue Ideen haben oder so. Ich öffne eine Position, ich muss sofort schon wissen, wo ich eventuell diese Position schließen werde, falls die Kurse nicht in meine Richtung gehen. Das passiert immer, es wird aber ein Niveau geben, wo ich sage, da muss ich raus, da ist alles falsch. Das muss man tun, sonst bekommt man keine Pizza mit Ananas. Nächste Woche, das unglaubliche System. Ciao von Andrea Unger.